Überall auf Social Media, von TikTok bis Instagram Reels, seht ihr sie. Die Untertitel, die unter dem Video so mitlaufen, dass das aktuell gesprochene Wort gehighlightet wird. Und es scheint super aufwendig, die so umzusetzen. Doch es gibt eine einfache Möglichkeit, genau solche coolen Untertitel für dein Video zu erstellen. Und das am Smartphone mit einer kostenlosen App. Wie genau, das schauen wir uns in diesem Video an. Verwendet wird hier in den meisten Fällen die App CapCut. CapCut ist im Grunde von der gleichen Firma wie TikTok. Die Apps hängen also eng zusammen. Du kannst die Untertitelvideos dann aber auch auf anderen Geräten verwenden. Dafür öffne ich mir einmal die kostenlose App CapCut, die du im Google Play Store oder im App Store herunterladen kannst. Hier im ersten Schritt musst du ein neues Projekt anlegen. Dafür klickst du hier auf Neues Projekt. Dann wählst du für dein Projekt noch eine Aufnahme aus. Bei dieser Aufnahme klickst du dann auf Hinzufügen. Jetzt ist sie hier unten in deinem Videoschnittfenster. Hier kannst du dann einfach deine Aufnahme noch bearbeiten, indem du sie anklickst und zum Beispiel Anfang und Ende genau anpasst. So ein Video aufs Handy zu kriegen ist ganz einfach, wenn du es auf einen Cloud-Anbieter wie zum Beispiel Google Drive, OneDrive oder Google Fotos hochlädst oder du kopierst einfach das Videomaterial mit einem Kabel. Und teilweise gibt es auch die Möglichkeit, zumindest Micro-SD-Karten mithilfe eines Adapters über den USB-C-Port deines Handys dann direkt auch auf das Handy zu importieren. So kannst du die Daten ebenfalls einfach übertragen. Jetzt habe ich hier mein Videomaterial und um nun diese Untertitel hinzuzufügen, klick einmal auf Text und wähle dann automatische Untertitel aus. Im ersten Schritt werden dir dann die Untertitel mit Hilfe von KI generiert. Dann sagst du, dass sie entweder aus allen Spuren, nur der Audiospur oder eben auch der Videospur erstellt werden sollen. In unserem Fall ist die Videospur richtig. Jetzt gibt es schon einige Vorlagen, so zum Beispiel die bekannte Vorlage hier, wo immer das aktuelle Wort gezeigt wird. Alternativ gibt es auch Vorlagen, bei denen das jeweils aktuell gesprochene Wort gehighlightet wird. Einige dieser Vorlagen sind nur in der Profi-Version von CapCut enthalten, einige Vorlagen allerdings auch schon in der kostenlosen Variante ohne Wasserzeichen. Ich wähle mir in dem Fall mal eine Vorlage aus, wo man schon ein paar Worte sieht, allerdings das jeweils gesprochene Wort gehighlightet wird. Dann musst du nur noch die richtige Sprache auswählen, die dein Video hat. Das ist ganz wichtig, damit die Untertitel am Ende auch richtig sind und dann klickst du auf Generieren. Jetzt liegt eine Untertitelspur unter deinem Video und die kannst du nun ganz einfach an die richtige Stelle ziehen, indem du sie erst einmal skalierst. Das geht in der unteren rechten Ecke. Dann am richtigen Bereich des Videos platzierst. Und das gilt dann auch für alle deine weiteren Untertitel. Das heißt, es muss nur einmal gemacht werden. Außerdem kannst du jetzt unten den Stil noch einmal anpassen, indem du auf Stil klickst und dann die Vorlage deiner Untertitel noch einmal änderst. Du kannst über Stapelverarbeitung die Untertitel korrigieren. Das bedeutet hier Schritt für Schritt rauftippen und wenn mal ein Fehler in der automatischen Erkennung der Stimme drin war, dann könntest du den hier einfach korrigieren und dann am Ende mit dem Häkchen bestätigen. Im Bereich Animation gibt es noch die Möglichkeit, deine Untertitel anders zu animieren. Hier können wir sagen, was wir am Anfang zu sehen haben möchten, also zum Beispiel nur einzelne Worte, die so nacheinander kommen. Oder wir sagen, wir blenden hier nur den Rahmen ein, das gefällt mir eigentlich am besten. Hier wählst du am besten die Variante, die für dich am besten passt und klickst dann wieder auf das Häkchen. Auch das wird auf alle angewendet. Gefällt dir einmal eine Änderung nicht, dann kannst du hier auch einfach auf das Rückgängig-Symbol bzw. das Wiederholen-Symbol klicken, um zum letzten gespeicherten Stand zurückzukehren. Zusätzliche Optionen zur Formatierung gibt es noch, wenn du auf das Stift-Symbol klickst und dann neben den Animationen kannst du noch sagen, dass zum Beispiel die Untertitel nicht zentriert, sondern rechtsbündig sein sollen. Sie können auch von oben nach unten durchlaufen, sie können unterstrichen sein oder fett markiert. All das kannst du hier frei konfigurieren. Bei Stile wählst du die Farbe aus, mit denen der Hintergrund hier zum Beispiel gehighlightet wird und kannst so deinen eigenen Stil nach und nach konfigurieren. Bei Leuchten kannst du dem Untertitel noch einen Leuchteffekt dazugeben. Rahmen gibt es bei Untertiteln in dem Fall nicht. Spannend ist aber noch der Bereich Text, denn hier lässt sich natürlich auch die Textfarbe auf eine andere Farbe ändern. Du kannst hier auch nochmal die Größe einstellen und über die Deckkraft legst du fest, wie stark der Untertitel zu sehen sein soll bzw. wie schwach er zu sehen sein soll. Es gibt noch die Möglichkeit, alles nur in Groß- und Kleinbuchstaben zu schreiben. Ja, und bist du dann am Ende zufrieden mit dem Ergebnis, klick hier wieder auf das Häkchen. Jetzt hast du dein Video mit Untertiteln und wir wollen uns das jetzt exportieren. Dafür klick einfach hier oben rechts auf das Symbol mit dem Pfeil nach oben und dann kannst du es entweder direkt bei TikTok teilen, wenn dein Account verbunden ist, es als GIF exportieren oder aber es dir auf dein Gerät speichern. Und das ist die flexibelste Möglichkeit, denn dann kannst du das Video auf Instagram Reels, auf YouTube Shorts und auf verschiedenen Plattformen posten.
Möchtest du allerdings noch mehr Untertitelstile benutzen, dann musst du dich für eines der Pro-Features entscheiden. Das gibt es ab 9,49 Euro aktuell im Monat bzw. ungefähr 90 Euro im Jahr. Zusätzliche Vorteile sind dann unter anderem mehr Effekte oder auch, dass du deine Projekte in der Cloud speichern kannst. Du siehst also, es ist super easy, mit der CapCut-App coole Video-Untertitel zu gestalten. Wie sind deine Ergebnisse geworden? Schreib's gerne mal in die Kommentare. Und ansonsten schau dir jetzt noch unbedingt an, wie man TikTok-Videos mit KI erstellen kann. Oder du schaust dir mein komplettes CapCut-Tutorial-Video an. Da lernst du alle Funktionen dieser wirklich starken App fürs mobile Schneiden kennen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen.